Grüßt euch, bei mir sitzt der Johannes. Servus, Johannes. Servus. Johannes, besuchen wir deine Traumfrau, oder? Schon, ja. Versuchen wir es. Ja. Magst du erst einmal ein bisschen was von dir erzählen? Ja, also ich bin der Johannes. Bin hier zwecks den Gutschein und nebensächlich wegen der Traumfrau. Okay. Aber war das auch nicht schlecht. War das auch nicht schlecht, ja. Und ja, ich komme aus der Nähe von Regensburg. Und ja, bin 18 und... Was treibst du in deiner Freizeit? Oh, also Freizeit sieht man ja schon. Volksfeste hauptsächlich. Okay. Saufen und ja, ab und zu Fußball, aber nicht im Verein. Also am Bolzplatz mal unten. Oh, du bist eher so ein Gaudi-Bursch, hä? Schon, ja. Oder der es gern krachen lässt. Ja. Also, heute erst um 12 Uhr bin ich, nein, nicht um 12 Uhr, um 3 Uhr in der Früh oder sowas heimgekommen. Ja. Dann 3 Stunden geschlafen oder sowas und dann gleich weiter Richtung Geibonfest. Erstmal ein Konterhalbe geholt. Okay. Ja. Johannes, wie schaut's denn aus? Wie stellst du deine Traumfrau vor? Am besten weiblich. Das war schon mal nicht schlecht, ja. Schon mal nicht schlecht, ja. Ja, nicht viel älter, ein bisschen jünger, da das auch noch geht. So zwischen 16 und 20. Okay. Also 2 Jahre Altersunterschied geht schon klar. Ja, am besten war das halt von der Oberpfalz, aber bin ich offen. Okay. Ja. Gibt es irgendwas, was du einer Frau überhaupt nicht tabakken darfst? Wenn es rauchen darf. Wenn es rauchen darf? Ja, das packe ich nicht. Das heißt, du willst ja selber nicht rauchen? Ja, nein, Partyraucher. Also, wenn ich voll besoffen bin, irgendwer sagt, da nimm mal eine, dann rauche ich schon. Aber ja, so, nein. Okay. Weiß nicht, das ist nicht, Rauchen ist nicht so meins, aber ja, geht schon klar. Du rauchst, oder? Ich rauche. Ja. Nein, ich habe ja nichts gegen Raucher, aber irgendwie, ja, wäre das schon nicht schlecht, wenn es gesund leben darf. Also, okay. So, das Gegenstück zu mir. So. Alles klar. Johannes, das war's schon wieder. Das war jetzt der Johannes. Wenn ihr einen Johannes kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihm. Servus.